Morgen und herzlich willkommen bei Blockhaus Mallung. Heute fahre ich mal zu Henrik. Henrik war so freundlich und hat uns erlaubt, in seinem Sägewerk zu filmen. Wir holen heute unser Holz ab und es wird auch Zeit. Aktuell haben wir noch 3 Grad. Es ist jetzt 7:15 und da wird es auch Zeit, dass die Wohnung warm wird. Ja, ich bin jetzt hier bei Henrik an der Einfahrt, warte noch auf Peter und Sabine. Den Link zu Henrik seiner Firma packe ich euch wie immer unten in die Videobeschreibung. Soweit ich weiß, hat Henrik das Sägewerk in 3. Generation. Der macht wirklich super Böden und mal schauen, was er da hat und was wir euch zeigen können. Ja, wir sind jetzt hier bei dem Henrik im Sägewerk. Hier werden die Böden alle angefertigt, alles alte Maschinen und wie gesagt in 3. Generation. Wirklich tolle Böden und Bretter und hier bekommt ihr auch alles das, was ihr für Sonderwünsche braucht. Kann ich wirklich nur empfehlen. Macht eine klasse Arbeit. Ihr werdet es ja hinterher an unserem Boden noch sehen. Thank you.
Ja, hier überall noch die Lager. Hinten der Trockenraum. Peter und Sabine, die das Holz anliefern heute bei mir. Und hier auch noch mal ein Lager mit fertigen Böden und Brettern in allen Variationen. So, jetzt wieder aus dem Wärmland zurück nach Dalorna. Und Peter und Sabine fahren vorweg, die machen den Transport für mich. Weil Bretter mit 5-6 Meter Länge ist natürlich immer schwierig zu transportieren. Und deswegen braucht man da jemanden, der das fährt. Dann hier einmal der Aufbau, wie wir das gemacht haben, unter die vorhandenen Holzbretter. Eine diffusionsoffene Folie, wasserabweisend, winddicht. Hier noch im Rohzustand. Die Bretter sind von außen aufs Dach genagelt, dann die Folie drauf. Und dann hier oben das zweite Mal eine Diffusionsfolie drauf, damit auch von innen keine Feuchtigkeit in die Wolle kommt. Wir haben das in der Küche schon gemacht. Ja, die Bretter haben wir auf kompletter Länge für den ganzen Wohnraum genommen. Wir haben, ich glaube, 6,50 Meter oder so Bretter bekommen, sägerau, und die werden jetzt weiß übergestrichen.
Ja, wir hoffen, das Video hat euch gefallen und vielleicht noch ein paar Hintergrundinformationen zu Hendrik seiner Firma. Wir waren morgens natürlich sehr früh da, deswegen liefen die Maschinen noch nicht. Da waren noch Abholungen geplant und wir sind da halt dann einfach durch die Hallen gelaufen. Für uns ist es halt wichtig, dass wir die Sachen regional kaufen. Die Bäume kommen aus Sisselbeck, aus dem Sägewerk. Das Holz ist dann hier im Wärmland in der Nähe von Stöllet bearbeitet worden. Und die Qualität ist eine ganz andere, auch hier wie im schwedischen Baumarkt. Preislich tut sich das nicht so viel. Und ich sag mal, wenn man solche Sachen macht wie eine Decke verkleiden oder den Boden im Blockhaus neu, dann soll das auch was Ordentliches sein. Wir sehen uns. Schöne Grüße aus dem schwedischen Wald.